Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Achten Sie gut auf sich selbst. Einige Tipps zur Selbstfürsorge. Ich freue mich, wenn Sie den YouTube-Kanal abonnieren, dann sind Sie immer up to date und wir können in Kontakt bleiben. Selbstfürsorge ist so ein großer Begriff. Was heißt denn das? Es heißt einfach, dass ich mit mir selber gut in Kontakt bin und auch spüren kann, was brauche ich. Und was brauche ich? Dass es mir gut geht. Und was brauche ich zum mir gut gehen lassen? Dass ich körperlich, psychisch und auch geistig und auch sozial das Gefühl habe, es passt alles. Und was heißt das, es passt alles? Wenn wir jetzt auf der körperlichen Ebene anfangen, geht es darum, dass ich mich körperlich gesund und fit fühle, ja? Dass ich gut schlafen kann, dass ich eine gute Verdauung habe, dass ich merke, ich bin stark, ich bin ausgeruht, ich bin leistungsfähig, ich kann mich konzentrieren, ich habe eine gute Körperspannung, ich habe keine Schmerzen. Mein Körper funktioniert. Das ist total wichtig. Und da tut sich schon ein riesiges Feld aus der Selbstfürsorge. Wie ernähren Sie sich? Wie sind Ihre Lebensgewohnheiten? Wie schaut's aus mit Rauchen, Alkohol oder anderen Süchten? Inklusive auch Arbeitssucht oder anderen extremen Dingen, die Ihnen in Wirklichkeit nicht gut tun, wo man dann schon schnell in den Bereich der Psyche reinkommen. Aber jetzt mal ganz basismäßig noch vom Körper. Wie ernähre ich mich und wie bewege ich mich? Das sind so die zwei Basics, ja. Bewegen heißt nicht jetzt der Spitzensport betreiben, sondern bewegen heißt so unterwegs zu sein im Leben, ja, dass ich merke, es geht mir gut, ja. Ich bin jetzt kein Bodybuilder, aber ich bin auch nicht körperlich schon so schwach und die Muskeln sind schon so gering, dass schon das Kreuz alles tragen muss, ja, und ich mich dann eben beklage, dass ich oft Kreuzschmerzen habe bereits, weil der ganze Stützapparat alles abfangen muss, weil ich zu wenig Muskeln habe. Und gilt für Männer wie für Frauen, ja. Also ich muss ein Leben lang mich beschäftigen damit, dass ich ausreichende Muskeln habe. Das gilt gleich auch für die Knie, ansonsten müssen die Knie das alles abfedern und eben der Meniskus und dann gibt es natürlich Abnützungen, weil ich nicht ausreichend Muskelmasse habe. Also ich brauche nicht Bodybuilder sein, aber ich muss so viel Muskelmasse haben, dass die meinen Körper mit meinem Gewicht tragen können. Der ganze Bereich der Ernährung, auch nur ganz, ganz grob gesagt, wenn ich mich gut ernähre, das heißt nicht unbedingt Bio und Vollkorn, sondern das heißt so von den Mikronährstoffen so ausreichend, dass ich merke, es geht mir gut und die Verdauung passt und ich bin fit und leistungsfähig und konzentrationsfähig. Das ist immer auch ein Zeichen. Wenn Sie nicht gut konzentrieren können, kann das mit der Ernährung ganz viel zu tun haben. Dann kommen als nächstes die Entzündungen, dann kommen die Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die Allergien und eben möglicherweise dann noch Autoimmunerkrankungen. Das sind dann alles die Folgen von dem, was schon im Ungleichgewicht ist, ja. Wenn Sie sich zu sauer ernähren, ja, ist das schlecht für den Körper, weil es braucht einen Säure-Basen-Ausgleich, eine Balance. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, auf die man einfach schauen muss. Der ganze psychische Bereich der Selbstfürsorge ist, dass ich merke, bin ich glücklich in meinem Leben? Ja? Ist mein Leben sinnerfüllt? Habe ich das Gefühl, es ist gut, das Leben ist gut, ja? Ich bin zufrieden, ich bin dankbar, ich bin froh. Ich muss jetzt da nicht übertrieben froh sein. Ich muss jetzt nicht sagen, ich bin so glücklich, ich könnte die ganze Welt umarmen. Nein, sondern es ist okay. Ja? Es ist gut okay und ich bin dankbar für das Leben, so wie es ist. Dass jemand Probleme hat und dass jemand Leiden hat, dass jemand nicht sich immer perfekt ernährt und dass er auch mal zu wenig Bewegung macht, dass er auch hin und wieder mal Kreuzweh haben wird, das ist schon okay. Ja? Aber wenn ich merke, ich habe echte Probleme im Kreuz, ja, dann wirkt es auf die Psyche. Oder wenn ich merke, ich ernähre mich so schlecht und ich komme schon in Richtung Sucht rein, Essstörung oder eben eine Alkoholsucht oder so ähnlich, wo ich sage, na, so schlimm ist eh nicht, die 4 Bier ist ja kein Problem jeden Tag. Nein, da bin ich schon weg.
und da sich auch mit jemandem zu besprechen oder auch übers Internet, da auch über YouTube, da sich auch zu informieren, bin ich jetzt noch am richtigen Weg, ja? Das ist ein wichtiger Punkt. Sie wissen, im Internet gibt's alles und da könnte man sich verlieren, weil es so viele unterschiedliche Dinge gibt. Aber wem vertrauen Sie auch? Ja? Selbstfürsorge heißt auch, ich habe Leute, auch im Internet, denen ich vertraue, wo ich das Gefühl habe, das passt, das ist gut. Ganz ein wichtiger Punkt. Wenn das gelingt, fühlen Sie sich selber schon gleich viel, viel sicherer, viel geborgener, viel stärker. Deshalb ist dieses Vertrauensthema gerade auch auf YouTube und im Internet extrem wichtig. Weiterer Punkt ist, was ist reicht über mich hinaus, ja? Also der Sinn im Leben, ja? Warum lebe ich und was ist eigentlich das, was mich leben lässt, was mich mit Sein, mit Sinn und mit Glück erfüllt, in Zukunft hin auch, ja? Was will ich noch machen, heute noch, diese Woche noch und nächstes Monat noch? Da ist einfach auch bei der Selbstfürsorge die Empfehlung, leben Sie den Tag, carpe diem, wie der Lateiner sagt, pflücke den Tag, fasse den Tag, und wenn du den Tag gut lebst, wenn du da glücklich bist heute, wenn du sagst, der Tag heute war schön, ja, auch wenn es draußen regnet, aber innerlich, ich habe den Tag wirklich für mich gut gestaltet, weil ich habe gewusst, was ich tue, ich habe nicht in den Tag reingelebt, sondern ich habe eine Tagesstruktur gehabt, ich habe einen Plan in mein Leben, ja, nicht nur für den Tag, sondern auch für die Woche dann und auch fürs Monat und auch fürs Jahr, dann bin ich auch fürsorglich für mich. Dann stolper ich nicht durchs Leben und denke mir dann, ich bin ja schon die letzten 5 Jahre in die falsche Richtung gegangen. Dann ist der ganze Bereich der Beziehungen, ja, der soziale Bereich. Lebe ich erfüllende Beziehungen? Habe ich überhaupt Zeit für Beziehungen? Wenn ich Beziehungen habe, wie lebe ich die denn? Lebe ich die so, dass ich mir denke, lieber wäre es mir ohne? Oder lebe ich die so, dass ich sage, boah, ich bin dankbar für Beziehungen, das ist Beziehungsarbeit, ich muss immer was tun, die sind nicht von selber die Beziehungen, da gibt's auch mal Konflikte, aber ich habe gelernt, mit den Menschen, die ich mag und mit denen ich zusammen bin, auch Konflikte gut zu bewältigen, auch mit meinen Kindern, auch mit meiner Partnerin, mit meinem Partner. Boah, das tut gut, einfach zu spüren, das Leben gelingt in diesen unterschiedlichen Erwartungen, in diesen unterschiedlichen Herausforderungen von anderen, mit denen ich gern zusammen bin, aber die mir auch was kosten. Also Kosten nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich und energiemäßig und abstimmungsmäßig und von den Erwartungen her. Ja, das kostet alles Energie und Kraft, auch Geld, auch manchmal Schmerzen, also und Leiden kann das schon auch verursachen. Aber umso wichtiger ist es, dass ich sage, ich weiß, warum ich es tue und ich weiß, wo meine Grenzen sind. Ich weiß, wie ich mich schützen kann. Ich weiß auch, wo ich stehe und ich will nicht mich über den Tisch ziehen lassen. Ja? Geben und nehmen, das ist total wichtig. In dem ganzen sozialen Fürsorgebereich für mich. Ich will das, was ich gebe, auch wieder kriegen, weil sonst bin ich irgendwann mal leer. Außer ich sage, ich habe so viel, ihr könnt es alle von mir haben, kein Thema. Wichtig ist, dass ich sage, ja, ich gebe auch. Und ich darf auch nehmen. Und ich nehme auch gern. Und ich genieße auch dann, wenn ich nehmen kann. Aber ich genieße auch, wenn ich geben kann. Beides. Ein gutes Gleichgewicht. Schließlich gibt es dann noch den spirituellen Bereich, ja. Die spirituelle Selbstfürsorge heißt auch, in diesem tiefen Bereich der Sinnerfüllung gibt es da auch einen Bereich, der über mich hinaus weist, ja, wo ich mich eben transzendiere, wo ich nicht nur immanent hier auf der Erde bleibe, sondern wo es auch einen Bereich gibt, der über mich hinaus weist und der dann auch ein Stück Ewigkeitscharakter hat. Ja. Ewigkeit ist natürlich ein riesiger Begriff, das kann man sich gar nicht vorstellen zu denken, aber es geht einfach darum, was bleibt von mir, ja. Was ist das, was ich möchte, dass andere nach mir dann auch sehen und sagen und wie ich dann auch gekannt bin und gesehen werden möchte von anderen. Also auch, was meine Identität ausmacht. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie gut auf sich schauen, dass Sie mit sich in Einklang sind, dass Sie sich selber mögen. Es ist auch urwichtig, wenn Sie sich selber mögen, tun sie sich auch leichter, andere zu mögen. Wenn sie gut auf sich schauen, auf all diesen Bereichen, können sie sich selber besser annehmen. Und wenn sie merken, da kann ich mich noch gar nicht annehmen, dann ist wenigstens ein Bereich, wo man gezielt darauf hinschauen kann, gern auch mit Unterstützung. Gern bin ich auch für Sie da, freue mich über Feedbacks. Hier unten finden Sie alle Infos. Freue mich auch, wenn Sie unten den Reader bestellen über Stressmanagement, wie es Ihnen leichter fällt, das Leben auch stressfreier zu gestalten. Auch das hängt mit
Selbstfürsorge zusammen. Alles Gute für das Schauen auf sich, ohne Egoist zu sein, sondern in guten Kontakt mit mir zu sein, offen für die anderen, aber auch mit einem guten Gespür, wo sind meine Grenzen. Sie sind egoistisch, sondern das ist gut und selbstfürsorgend, selbstachtend, gesunder Selbstwert. Darum geht's. Alles Gute.